Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Diarila, ich grüße dich. Du möchtest wissen, hättest du eine Zukunft, wenn du mit deinem Ex versöhnen würdest? Was ist sein Plan? Möchte er mit dir eine Beziehung eingehen? Das klären wir bei diesem Orakel. Seine jetzige, momentane Situation beschreibt diese Karte. Die Münzen symbolisieren die Finanzen. Er kümmert um die Finanzen. Indirekt hat ein Bezug zum Beruf und Berufung. Das ist ihm sehr wichtig. Entweder eine berufliche Veränderung oder er arbeitet momentan zu viel. Diese Dame ist auch bei der Arbeit, wobei zeigt auch eine gewisse Geduld auch. Und beides trifft ihn zu. Er hat zwar viel Arbeit, er möchte auch Sicherheit, Stabilität in allen Lebensbereichen, auch privat. Und er zeigt eine gewisse Geduld. Was ist sein Plan? Das zeigt dieses Bild. Diese Münze zeigt die Finanzen, wie ich schon sagte, indirekt Beruf, Berufung. Und da öffnet sich eine neue Tür. Er steht vor einer beruflichen Veränderung. Diese Münze symbolisiert aber auch die Werte und Wertschätzung. Und er ist gerade dabei, mit seinen eigenen Werten bewusst zu sein. Sein Selbstwertgefühl. Oder überlegen, was ist ihm wichtig, was ist ihm wertvoll. Und das kann auch Freundschaften sein oder die Liebe sein. Und er sieht aber die Chancen, Möglichkeiten, dass hier ein Weg gibt oder ein Ausweg, öffnet sich eine neue Tür, Möglichkeiten und er kann das in Besitz nehmen. Was ist bei ihm gerade der Fokus, das Wichtigste? Das zeigt hier dieses Bild. Es sind 5 Stäbe. Die Stäbe symbolisieren die Feuerelement. Feuerelement kann Begeisterung sein, aber auch Wut. Die Zahl 5 bedeutet, dass jemand oder etwas stört die Harmonie, stört die Sicherheit und Stabilität. Und das macht ihn wütend. Und er will raus aus dieser Situation. Kann auch bedeuten, dass er die Leidenschaft verspürt, ist auch Feuerelement. Und er möchte von dieser Beziehung, was er jetzt gerade lebt, raus, weil er fühlt sich in die Enge. Beides ist möglich. Ich würde intuitiv sagen, beides trifft auch zu. Welche Einflüsse hat er von außen? Das zeigt diese Waage und das symbolisiert Gericht. Oder Gerechtigkeit zeigt auch Ungerechtigkeiten. Und das bedeutet, entweder läuft etwas momentan ungerecht oder er befindet sich in einer rechtlichen Lage. Das kann auch eine Scheidung sein. Was ändert sich bei ihm? Das zeigt diese Wandlung. Dieser Stab symbolisiert die Feuerelement und zeigt die Kundalini-Energie. Und es ist tatsächlich Veränderungen jetzt schon im Gegenwart. Und das hat immer mit Gefühlen auch was zu tun. Und das heißt, es gibt 2 Systeme, wenn wir mit Gefühlen uns beschäftigen.
Die eine System zeigt die negativen Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Neid, Eifersucht, Hass. Das sind alles negativen Gefühle und blockieren uns. Und die positiven Gefühle sind Begeisterung, Hingabe, Mut, Kraft, Liebe, Hilfsbereitschaft, Vertrauen. All das sind die positiven Gefühle. Wenn wir diese Gefühle leben und wir schaffen raus aus den negativen Gefühlen, raus aus der Angst und leben diese positiven Gefühle, was göttlich ist und schöpferisch, dann passiert auch was. Dann können wir schon was tun, unserem Leben zu verbessern. Und genau das, was bei ihm gerade passiert, er befindet sich in diesem Lage, in diesem Prozess. Dieser Feuerelement zeigt nicht nur die Gefühle, sondern auch die Begeisterung, auch die Wut. Wobei das ist auch Gefühl, natürlich auch Gefühl. Begeisterung ist auch ein Gefühl, Wut ist auch ein Gefühl. Die eine ist positiven Gefühl, andere ist negativen Gefühl. Aber bedeutet auch Handlungen, weil die Feuerelement setzt schon etwas in Bewegung. Es ist nicht nur abwarten, sondern da passiert einiges und er wird auch handeln. Beruflich ist zwar noch geduldig, bis eine Verbesserung da ist, bis er seine Ziele erreicht. Und das hat er, weil er hat berufliche Pläne. Möchte er bei dieser Dame bleiben, ja oder nein? Die Antwort gibt dieses Bild. Wieder die Feuerelement. Das kann natürlich Begeisterung und Leidenschaft sein, aber auch Wut. Und wenn ihm etwas wütend macht in die Beziehung und dreht sich alles im Kreisen, dann fühlt er sich beengt und dann möchte er davon befreien. Wenn aber ein gewisser Freiraum hat, Luft, Feuerelement braucht auch Luft zum Brennen. Wenn er dieses Luftelement verspürt, diese Leichtigkeit und einen gewissen Freiraum, das könnte die Beziehung helfen, das zu stabilisieren. Die Frage ist, wie erlebt er das alles? Was hat er vor mit dir? Möchte er zurück? Will er eine Affäre oder will eine Beziehung? Die Antwort gibt die Sonne. Die Sonne bedeutet Wahrheit und Klarheit. Also er lässt es nicht in die Schwebe, sondern erklärt das alles mit dir. Sonne bedeutet auch Augen, die Augen öffnen, sehen. Sonne macht etwas sichtbar und er wird das auch sichtbar machen. Er kommt auch wieder zurück und klärt mit dir etwas. Sonne steht in Verbindung zu unserem Selbst, das ist die Selbstdarstellung, aber steht auch mit unserem Herzen in Verbindung. Warum? Weil die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und unserem Herz ist das Zentrum unserem Körper. Und astromedizinisch stehen in Verbindung. Und er wird auf sein Herz hören. Und wenn er dich liebt, dann kommt er auch zurück und klärt mit dir etwas und macht etwas sichtbar. Und da sind seine Schritte. Und er wird kommen und überreicht dieses Feuerelement. Erstmal kommt diese Wandlung raus aus Wut und Enttäuschungen und übergehen auf die Begeisterung. Und er kommt entgegen, weil er ist von dir begeistert. Kommt natürlich auch die Leidenschaft dazu, gehört auch zum Feuerelement. Und wie sollst du verhalten? Ein Entgegenkommen. Kleine Schritte, aber aktiv. Du wartest, bis von ihm was kommt, aber du wirst es empfangen. Ihr werdet treffen. Und es wird sehr vertraut sein. Ihr klärt miteinander etwas. Es wird auch leidenschaftlich sein. Aber du bist eher zurückhaltender als er.
Du machst kleine Schritte, er setzt aber zielbewusst etwas in Bewegung. Und hier ist die Verbindung. Die beiden Kärtchen zeigen euren Gefühlen. Und Gold und Silber symbolisiert Sonne und Mond. Das Edelmetall Gold steht mit Sonne in Verbindung und ist eine männliche Energie. Und Edelmetall Silber steht mit Mond in Verbindung und das ist eine weibliche Energie und bildet sich ein Ring, eine Verbindung. Und in die Mitte ist Venus-Symbol. Das ist der Liebe. Venus ist die Planet der Liebe. Und das, was euch verbindet, die Gefühle, das Seelische, das Männliche und Weibliche und diese Liebe und ein Ring. Und es kann auch ein Ehering sein. Und hier ist keine dritte Person, nur du und er. Und wann passiert das? Wenn er etwas in Bewegung setzt und wenn ihr beide euch von Ängsten befreien könnt. Diese schwarze Farbe symbolisiert nämlich die Angst und Angst blockiert. Und wenn ihr befreit euch von euren Ängsten, wie Pegasus, dieser geflügelten Pferd, dann geht in die Richtung, wie du das wünschst, wie er das will, und da seid ihr einig. Jetzt stelle ich eine konkrete Frage. Ist er dein Seelenpartner? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er ist dein Seelenpartner. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, dann heißt nein, er ist nicht dein Seelenpartner. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann ist vielleicht oder bedeutet, diese Frage sollen wir momentan noch nicht stellen. Wobei bei dieser Frage gibt es kein vielleicht, weil entweder ist ja oder nein. Ist er dein Seelenpartner? Dein Ex? Die Antwort ist ein klares Ja. Liebe Diarila, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.